So, da bin ich wieder zurück. Muss ich nur gucken. Part Nummer 15. Super. Gut, machen wir hier. Obwohl, ich kann eigentlich durchlaufen. Heute ist wohl nicht so viel los hier. Es ist mittags. Also bei mir ist generell mittags wahrscheinlich nicht viel los. Auf der anderen Seite, blub, bei mir ist nie viel los. Das weißt du doch. Also Juna gehört zu den Leuten, die reingucken. Was mit Hino ist, weiß ich nicht. Sakura in der letzten Zeit mal so, mal so. Die muss aber samstags, glaube ich, auch arbeiten. Dann du und Justin. Kai guckt nicht rein, weil ihm die zwei Spiele Horizon Forbidden West und Ghost of Tsushima halt nicht interessieren. Dementsprechend wird da nicht viel laufen und der Jan guckt hier sowieso nicht rein. Einfach aus dem Aspekt, weil es halt was Asiatisches ist. Also es wird nicht viel los sein. War es in der letzten Zeit nie. Die Kunas sind gar nicht schlecht. So ein bisschen feiere ich die gerade. Ah, hier können wir noch ein Füchschen folgen. Schon wieder. Bitte, helft mir! Ja, ich bin doch Alles dran. wird wieder gut. Jetzt haben sie der armen alten Frau das Pferd geklaut, glaube Mein ich. Leben gehört euch. Geht. Gebt auf euch Acht. Nehmt dies. Ich habe sonst nichts. Dann behalt doch das Wenige. Ich brauch's nicht. Ich meine, ich kann die Leute ja verstehen, wenn sie dankbar sind. So. Machen Füchse echt solche Geräusche? Ich meine, durch Spirit of the North, schönes Spiel nebenbei, schönes Fuchsspiel, kann ich durchaus. Wo ist denn jetzt der Fuchs hin? Habe ich vergessen. Sag mal, will der mich verarschen? Fuchs. Wo bist du denn jetzt hin? Cool, dann hat halt überhaupt keinen Bock auf Dingsbums. Es wird zunehmend wärmer. Jetzt balle ich den erstmal im Auge. So. Normalerweise warten die mir hier so ein bisschen. Aber heute scheinbar nicht. So, was haben wir denn hier? Die Legende von Toyachi. Ich würde eigentlich eher hier weitermachen. Wie Aoi.
Hier war ich doch schon. Ja, klar. Aber vielleicht finde ich hier noch einen Schmied oder sowas. Auf jeden Fall gibt es hier noch Vorräte. Fürst Sakai! Kenji, was macht ihr denn hier? Etwas ist ziemlich schief gelaufen, mein Herr. Was habt ihr getan? Nichts. Die Mongolen haben all unser Essen genommen. Reis, Hirse, Fisch, alles, was sie bekommen konnten. Wir verhungern. Ihr sagt, wir. Das ist nicht euer Hof. Ich habe über das nachgedacht, was ihr sagtet. Und ich versuche, den Bauern hier zu helfen. Wo ist das Mongolenlager? Wer weiß, sie kommen nur alle paar Tage, nehmen das Essen und gehen wieder. Ich könnte sie überfallen. Sie haben Geiseln und so einfach ist es nicht. Wenn wir keine Nahrung produzieren... Es gibt sicher einen Weg, sie zu finden. Gibt es. Wird euch nicht gefallen. Das werde ich selbst entscheiden. Still und heimlich abmorscheln. Wetten? Diener des Volkes. Ich wette mit dir, der zieht mich runter zu diesem Lager. Komm, ich zeig es euch. An sich ist es ja interessant. An sich ist es ja interessant, hier das alles so ein bisschen runterzuziehen und, ja. Das ist alles von diesem Hof? Vom Hof, aus verlassenen Häusern, geangelt und gejagt. Nur um die Bäuche der Feinde zu füllen. Wie seid ihr denn überhaupt hier gelandet? Als die Mongolen erfuhren, dass ich zu euch gehöre, wurde es gefährlich. Ich dachte, ein abgelegener Hof sei sicherer. Ja, das kann ich mir gut vorstellen, dass du Probleme bekommen hast. So, ich muss halt aufpassen, das Mikrofon. Stativ kann ich nicht überall abstellen, so wie ich es gerne hätte. Ich muss ein längeres USB-C-Kabel nehmen. Für den Controller. Wenn ich mich mal richtig nach vorne beuge, wird es ein bisschen kritisch. Nehmen wir mal hier ein paar Leinen mit. Wir sind hier der Fürst, wir dürfen das. Wo war ich jetzt? Die sieht schon geil aus. Essen und Trinken für die Mongolen. Aber dieses Sake-Fass ist leer. Na so. Die Mongolen noch mehr verärgern? Nicht ganz. Das Fass ist groß genug. Genug für einen bewaffneten, heroischen Samurai. Wisst ihr, was besser passen würde? Ein wappliger, wendiger Sake-Händler. Die Mongolen werden das Fass mitten in ihr Lager tragen. Wer könnte dort mehr ausrichten? Ich oder ihr? Warum lasse ich ständig zu, dass ihr mich in Dingen versteckt? Weil es funktioniert. Ich würde gerne einen anderen Helm anziehen. Bin ich ganz ehrlich. Also, ich weiß nicht. Hier drin riecht es nach eurem Atem, Kenji. Das Fass hat sich nicht alleine geleert. Geht los, mein Herr. Da kommen sie. Das Fass hat sich nicht alleine geleert. Schön. Ja, herrlich. Ja. Gehört alles euch. Nehmt nur. Nehmt nur. Was denn, Moriga? Nein, nein, nein. Das ist Miko. Miko ist mein Pferd. Meins. Nadamatat. Modrinich Hoson. Au. Ich hab keine Ahnung, was er da spricht. Aber ich glaube, die wollen eben das Pferd mitnehmen. Das dürft ihr nicht! Miko! Nein! Ich kann mich da auch nicht drehen, ne? Was ist das wirklich? Wir können uns nur ausmalen, was da passiert. Hm. Kenjis Plan hat funktioniert. Super, jetzt verstecken wir uns mal. Negium Hashinta!
befürchte ja. Weißt du nicht warum? Ah ja, das ist dieses Remote Play. Ich weiß nicht, warum das bei mir so rumspackt. Wahrscheinlich, weil ich halt... Das interessiert die einfach mal nicht. Der Mund beißt Fahrtler. Hortzin! Der Mund beißt... Haha. Meine Eier, du Noob. So. Frage ist jetzt, wer gehört zu denen? Das ist ein bewaffneter Speerkämpfer. Er hat mich gesehen. Na, kommt her. Komm mit der Steuerung klar. Läuft besser als gedacht. Ich muss nur gucken, dass ich auch wieder Pfeile finde. Das bringt mir das alles nichts. Ich wollte... Wir sind gerettet. Ja, jetzt entspann dich mal. Ich wollte ihm schon einen Pfeil ins Gesicht schießen. Und Kenji die gute Nachricht. Kenji? Warum sollte ich ihm was anderes geben als eine Tracht Prügel? Was meint ihr? Diesem Narren haben wir das hier zu verdanken. Er wollte ein Geschäft mit den Mongolen. Oh, Fürst Sakai. Das war unglaublich. Kenji! Sake saufendes Stück Affendung! Ich kümmere mich darum. Rechtfertigt euch. Ich verkaufte den Mongolen Nahrung, aber gab ihnen stattdessen Stroh und Holzspäne. Für den Profit? Damit die Bauern Nahrung haben. Dachtet ihr, die Mongolen merken das nicht? Nicht so schnell. Plötzlich gab es Bestrafungen und Geiseln und es hieß, gib uns Nahrung oder wir töten dich. Ich hätte euch nicht ermuntern sollen, euch nützlich zu machen. Was? Nein, nein! Ihr hattet recht, Fürst Sakai. Ich kann Gutes tun. Ich brauche nur Übung. Aber übt nicht, wenn Menschenleben auf dem Spiel stehen. Ja, mein Herr. Letzte Chance. Ansonsten schneide ich ihn dir ab. Ich persönlich hätte jetzt gesagt, hätte den Lümmel langgezogen, Schwert drauf und beim nächsten Mal zieh es nicht zurück. Schneid ihn dir ab. Ihr habt Glück, dass der Samurai euch verschont hat. Tut mir leid, Taro. Ich wollte nur helfen. Ihr wollt Hilfe? Erstickt an einem Reißball. Ich merke, dass ihr gerade nicht darüber sprechen wollt. Bis bald. Hat er recht. Erstickt an einem Reißball. Herrlich. So, Wildheit, Wohlsein. Puna kann ich auch verbessern. Techniken. Ja, Kampfhaltung. Bin ich gar nicht so sicher. Wasserkampfhaltung gefällt mir persönlich am besten. Jo. Ist alles eigentlich ganz gut. Geist. Ja, was habe ich denn hier? Griff. Ein zusätzliches Kunai ist auch nicht schlecht. Bogen habe ich komplett. Attentat. Sichere Landung. Jo. Was haben wir hier? Kettenattentat. Oh, das sieht alles ziemlich geil aus. Weißt du was? Das probiere ich jetzt einfach mal. Hört sich nach tiefen Stürzen ab. Das sind zu viele. Ich muss schneller sein. Den nächsten töten, wenn der erste blutet.
Super. Jetzt. Way of Yuna ist confirmed. Schaltet euch an und umarmt eine Mongolenbombe. Ich glaube, der ist ein bisschen mad, ne? Gut. Läuft aber ganz gut. Warte mal, bin ich nicht hierhin? Machen wir hier mal die Schnellreise hin, ne? Ja, Lob noch da? Mich gewundert, dass du keinen Bock hattest. Mit mir zu quatschen, aber ich weiß auch gar nicht, wo du gerade bist. Also wenn du mit dem Laster unterwegs bist, kann ich das durchaus verstehen. Gibt es hier eine Bogenmacherin oder so? Ich glaube nicht, ne? Das ist nur ein Flüchtlingslager für die ganzen Japaner hier. Ich meine, das sind Japaner. Tsushima müsste Japan sein, ne? Interessanterweise, muss ich ja ganz ehrlich gestehen, habe ich das herausgefunden, dass Tsushima in Japan ist. Nicht, weil ich mich da geografisch großartig blau gemacht habe, sondern einfach aus dem Aspekt her, dass ich ja... Ich bin ja ein heimlicher Fan von den Godzilla-Filmen. Von allen. Bis auf die ganz, ganz, ganz alten. Aber auch die trashigen, die einfach nur Müll sind. Diesen typischen japanischen Master-Monster-Fight-Trash. Finde ich lustig. Okay, kann man mal schmunzeln. Und da habe ich ja herausgefunden, da haben sie dann auch von der Insel Tsushima oder so gesprochen. Und da habe ich dann herausgefunden, oh, warte mal, du spielst ja ein Spiel. Und ja. So habe ich es dann herausgefunden. Es war schön, dass die im Hintergrund... Ich nehme an, die zeigen auf diese Insel. Es war schön, dass die im Hintergrund Schiffe ankommen, aber es wäre echt lustig, wenn die irgendwann mal wirklich antanzen würden. Wirkt diese Insel. Die Frage ist nur, wie komme ich da hin? Weil ich glaube nicht, dass ich da einfach rüberschwimmen kann. Oder? Ich meine, 100, 200 Meter sollte eigentlich machbar sein. Das erinnert mich daran, dass ich eigentlich noch Assassin's Creed Valhalla spielen müsste. Das habe ich ja auch noch. Dadurch, dass ich mir jetzt diese ganzen PlayStation-Spiele geholt habe, habe ich ganz vergessen, dass ich ja noch einige Spiele hier habe. Oh, ich habe mir Far Cry 6 gekauft. Oh, ich sollte mir jetzt nur noch hier... Ja, und die Switch wird jetzt demnächst auch wieder ein größerer Einkauf werden. Ja, werden einige Spiele gekauft. Bayonetta 3, Bayonetta 2. Hört lieber auf, bevor ihr euch verletzt. Verzeiht, wenn euch mein mangelndes Geschick beleidigt, mein Herr. Aber ich muss etwas unternehmen. Pokémon Karmesin. Haben meine Tochter Final gefällt. Fantasy Crisis Core. Wo haben die Hunde sie hingebracht? Zu ihren Schiffen. Und Plague Tale Requirement auf jeden Fall gespielt. Zwei Schiffe. Ich glaube, der Jan hatte mal eine Nachricht angepinnt. Ich habe ein Boot und ein Schwert. Vielleicht kann ein freundlicher Samurai helfen? Steigt ins Boot und schnappt euch ein Ruder. Ihr seid zu gütig, mein Herr. Überlasst das Kämpfen mir. Wir können los, mein Herr. Wir können lossegeln. Warte mal eine Sekunde. Ja, komm, ist egal. Ist jetzt nicht so tragisch. Justin hat mir auf WhatsApp nicht geantwortet. Bitte, bringt Maki sicher zurück. Wartet hier, wir sind bald zurück.
Ja. Ne? Jetzt müssen wir mal ganz leise sein, vielleicht. Chiharu! Werde ich noch nie schaffen. Das werde ich nicht schaffen. Du hast die Tochter nicht beschützt. Fuck! Fuck, fuckity fuck! Wartet hier, wir sind bald zurück. Hui! Arvo! Nimmst du gehen, bitte! So, das hat doch besser geklappt als gedacht. Okay, jetzt muss ich nur gucken. Tische. In gesinnhündigen Allach Josta. Dein Maul. Da eigentlich jetzt ruhig sein. Kunai voll. Okay. Ist doch heute warm. Die Temperaturschwankungen machen einen kaputt. Mal so, mal so. Wo werde ich denn jetzt noch entdeckt? Die haben mich nicht entdeckt. Nur eine Alarmbereitschaft. Muss ich nur gucken, wie ich am besten rüberkomme, so. Wo, wie viele noch? Dieser Lümmel! Wartet hier, wir sind bald zurück. Ich weiß jetzt halt nicht, wann gespeichert wurde. Da ich das noch sammeln muss, nehme ich an... Irgendwie sind die hier im Eimer.
Warte mal, was ist, wenn ich hier hochgehe? Mir ganz entspannten Überblick verschaffe. Ja, da kann ich ja nichts für, ne? Hat runtergefallen. Eigentlich jetzt gehen, wenn ich da jetzt rüber renne. Dass wir hier nicht noch ein paar Lümmel loswerden. So, weg mit dieser Sau. Ich räume erstmal auf, Mädchen. Stillhalten. Super, Nachwuchs gesichert. Euer Vater wartet in seinem Boot. Kommt mit. Ich folge euch, mein Herr. Danke. Ihr habt sie getötet. Sie hatten es verdient. Ich weiß. Ich kann nicht glauben, dass es vorbei ist. Ja, das kriegen wir hin. Nehmen wir erst nochmal alles mit. Alles voll, ist ganz gut. Ich weiß nicht, ob es hier noch einen Gegner gibt. Ich sammle jetzt erstmal alles ein, was ich noch kriegen kann. Vor allem Stahl und so ein Kram ist gar nicht mal schlecht. Jetzt schubsen wir sie da runter. Tschüss. Ja, ich habe deine Tochter theoretisch gerettet, ja. Aber. Schaffst du das hier rüber? Okay, das schafft sie. Braves Mädchen. Ich bin hier, Vater. Den Göttern sei Dank. Bringt uns ans Ufer. Sofort, mein Herr. Super, guter Mann. Du bist in Sicherheit. Ich war tagelang bei ihm, Vater. Tagelang. Ich hätte früher kommen sollen. Ruht euch aus. Bringt euch in Sicherheit, wenn ihr wieder bei Kräften seid. Jawohl, mein Herr. Danke. Super. Ich bin noch hier. Wunderbar. Wo sollen wir hin, Vater? Lass das meine Sorge sein. Ach, die kommen gut klar. Würde ich sagen. So, dann würde ich sagen, markieren wir mal das hier und reisen hier einfach schnell hin. Ich finde es so komisch, warum ich die Karte nicht offen habe. Ich habe doch eigentlich alles besucht. Oder ist sie wirklich so klein? Na gut, unentdeckter Ort, 230 Meter, das kriegen wir hin. Da brauchen wir nicht mal Sora dafür, finde ich jetzt.
Ja, wir müssen jetzt uns auch nicht abhetzen. Vorräte müssten wir doch eigentlich auch genug haben. Ich habe keinen neuen Sattel. Das ist lame. Ausrüstung. Wo kann ich denn eigentlich sehen, was für ein Inventar ich habe? Warte mal, ich habe auf jeden Fall neue Technik. Geist. Ich nehme an, dafür brauchen wir 2 Technikpunkte. Okay, dann behalte ich die mal. Das ist bestimmt da hinten, wo der Rauch ist. Das sieht schon so aus. Das kriegen wir aber hin. Düt, düt, düt. Sag mal, irgendwie sitzt die Kamera nicht richtig. Das stört mich gerade jetzt doch ein wenig. Super, jetzt. Strandlager, mongolisches Gebiet. Oh. Dann würde ich sagen, Ufbase. Finde und beobachte den Mongolenanführer. Töte einen Gegner mit einer perfekten Parade. Ja, das ist mir egal. Wo ist denn der Anführer? Den will ich finden und beobachten. Der muss doch hier irgendwo sein. Der muss doch hier irgendwo sein. Wie lange sind wir da in der Aufnahme? 32 Minuten. Das ist, dann würde ich sagen, für YouTube, bis gleich.